Idea Spektrum, Nachrichten und Meinungen aus der evangelischen Welt. Diese Woche in der aktuellen Ausgabe. Die Menschen werden ständig älter. Ein Anlass für Idea, 4 über 90-jährige Christen vorzustellen. Im ersten Teil erinnern sich Verleger Friedrich Hensler und Altbischof Werner Laich. Die politische Lage in der Türkei schreckt viele ab. Sollten Christen trotzdem dort Urlaub machen? Zahlreiche Christen aus Landes- und Freikirchen kamen zum missionarischen Gemeindekongress Dynamisio. Idea berichtet ausführlich. Außerdem, Ulrich Pazani, Vorsitzender des Netzwerks Bibel und Bekenntnis, betont, Jesus Christus ist völlig anders als Allah. China schenkt Trier eine Marx-Statue. Ein Denkmal für einen Antisemiten? Fragt Vera Lengsfeld kritisch nach. Und Idea stellt den neuen Generalsekretär des CVJM Deutschland, Hans-Jörg Kopp, vor. Gedruckt, digital und auf Ihrem mobilen Endgerät lesen Sie Idea Spektrum. Einfach Ihr Abo anfordern unter idea.de/abo oder telefonisch 06441 9150 und sichern Sie sich Ihre wertvolle Willkommensprämie.